Mai 2013 führt die NPD in ganz Deutschland einen bundesweiten Aktionstag gegen die zunehmende Überfremdung durch die etablierten Versagerparteien in Berlin durch. In den letzten Jahren ist die Zahl der Asylbewerber in Deutschland um über 50% gestiegen. Zahlreiche Kommunen werden den gestiegenen Kosten im Sozialbereich, im Unterkunftsbereich und auch im Bereich inneren Sicherheit nicht mehr Herr. Im Jahr 2012 veranschlagte die brandenburgische Landesregierung sage und schreibe 15 Millionen Euro Steuergelder für offiziell gezählte 3.300 Asylanten hier in Brandenburg. Das sind Gelder, mit denen man in Brandenburg eine geordnete und anständige Bildung sowie Familienpolitik betreiben könnte. Den deutschen Dorf vor Ort ist das auch nicht gleichgültig, was passiert. Denn sie wehren sich gegen diesen Zustand. Sie wehren sich mit Protest. Sie wehren sich gegen eine fehlgeleitete Politik. Sie wehren sich gegen diese Demokraten, gegen diejenigen, denen keinerlei Interesse an unserem Volke liegt oder gar an unserer Volksgemeinschaft. Klar, und das war unsere Parole zur Bundestagswahl. Wir fordern mehr Geld für Oma und Oma statt für Sinti und Roma.